Warum dennoch immer mehr Deutsche zu Moslems werden, Martin Toroxel berichtet. Seinen Gebetsteppich hat Kai Lühr immer griffbereit. Egal ob zu Hause oder in seiner Praxis. Für den 46-jährigen Arzt gehört das Beten zum Tagesablauf. Gepriesen sei mein Gott, murmelt er immer wieder, auf Arabisch. Der deutsche Mediziner hat sich vor 2 Jahren entschlossen, Moslem zu werden. Also ich war vor allen Dingen auf der Suche nach der Wahrheit, ja, und dem Sinn meines Lebens. Und ich habe genau diese beiden Dinge, die Wahrheit der Religion und den Sinn des Lebens, genau im Islam gefunden. Und der Koran ist ein ganz klares Handbuch davon, wie habe ich als Gläubiger zu sein. In Zeiten von Orientierungslosigkeit sind es vor allem diese festen Regeln, die Menschen am Islam wohl faszinieren. Laut einer Studie sind seit 2004 jedes Jahr rund 4000 Bundesbürger zum Islam übergetreten. Das sind 4-mal so viele wie in den Jahren zuvor. Ein Phänomen, das in Zeiten von Terrorangst, Zwangsehen und Ehrenmordprozessen auch Experten erstaunt. Wir wissen, dass immer dann, wenn der Islam in Bedrängnis gerät, wenn die Medien voll sind, und zwar möglichst von denen, die sich gegen den Islam richten oder ihn in Kritik stellen, immer dann treten komischerweise mehr Menschen zum Islam über als üblicherweise. Noch vor Jahren handelte es sich bei den Konvertierten vor allem um Frauen, die einen muslimischen Partner heiraten wollten. Heute sind es eher Menschen wie Kai Lühr, die aus Überzeugung zum Islam wechseln. Auch wenn der 46-Jährige von seinen neuen Gemeindemitgliedern akzeptiert wird, unter den Bartträgern wirkt der glattrasierte Mediziner noch immer wie ein Exot. Und gleich sehen Sie in RTL Aktuell.